Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe ein paar Vorbereitungen getroffen. Dazu zählt, Schumacher haben wir verlängert. Ich muss nochmal gerade gucken, alles andere war unter Dach und Fach. Wir haben bereits die Tests durchgeführt, haben die Autos repariert. Die Fahrhilfe wurde genehmigt, die kann ich jetzt gleich bauen noch. Dann bei der Zuverlässigkeit von der Elektronik. Die ist fertiggestellt. Hier sind wir auch so weit, einen Schritt weiter. Und für das 99er Chassis ist leider noch nichts passiert. Wir hoffen, dass wir jetzt mit der Fahrhilfe und mit der Technologie schon die Möglichkeit haben, wieder ein paar Zehntel gut zu machen, um uns deutlich von der Konkurrenz abzusetzen. Also ich glaube, Ingenieure brauche ich nicht unbedingt zu viele, da könnte ich ein paar entlassen. Aber aktuell nutze ich das noch aus, solange wir das alles haben. Aber gegen Ende der Saison wird das ein Faktor sein, wo wir einsparen werden. So, Reifenmotor, wir können alles verbessern und das würde ich auch direkt machen. Beim Motor, Sprit und Hitze mache ich einmal. Nächstes Mal denke ich, gehe ich mal aufs Gewicht ein. Die weichen Reifen. Oh, das ist interessant. Die wurden da auch verbessert. Wir verbessern die Temperatur. So passt das, denke ich. Den Sprit werden wir noch mal verbessern. Alles ausgeschöpft. Ja, und ich denke, wir könnten zum Grand Prix wechseln. Sponsoren habe ich mich gekümmert. Zack. Ja, wir verteilen hier einfach mal ein paar Punkte. Die aktive Aufhängung. Er kriegt die Motorverbesserung. Motor, Sprit und Trockenhart. Da bin ich mal gespannt. Qualifikation. Pole Position. Eieiei, ganz knapp vor Heinz-Harald Frentzen im Williams. Eddie Irvine hat leider ganz schön viel Rückstand. Warum auch immer. Gut, es könnte an den harten Reifen liegen. Das werden wir im Rennen aber so lassen. Und Schumacher auf der 1, Eddie Irvine auf der 4. Ein gutes Gesamtergebnis. Und damit führt Michael Schumacher jetzt die WM an. 1998. Sehr schön. Und Ferrari geht erstmals von der Konstrukteuren auch an die Spitze. So. Speichern. Kommerz sehe ich jetzt immer zu, dass wir uns verbessern. Wir schauen mal. Shell. Motor sind wir schon ziemlich weit gekommen. Team. Und hier werfen wir erstmal gleich Erfolgsvorteil, TV-Vorteil rein. Versuchen wir mal alles auszuschöpfen. Ich weiß nicht genau, was das für einen Hintergrund hat mit diesen Vorteilen. Wenn das einer von euch weiß, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Schade, Maran kann ich immer noch nicht mitnehmen. Die Richtlinien für 99 sind immer noch nicht klar. Hier gehen wir aufs Ende. Modellentwurf 50%.
Hier wird die nächste Technologie gebaut. Danach gehen wir in die Aufhängung rein. Fahrhilfen ist noch in Arbeit. Und das sollten vielleicht wieder ein paar Zehntel sein. So, Mechaniker. Habe ich beim letzten Mal tatsächlich vergessen, den Forschungsbutton zu betätigen. Eieiei. Das ist ärgerlich. Forschung, Forschung. So, die Fahrhilfe ist jetzt fertig. Die dürfen wir auch offiziell bauen. Technologie. Da gehen wir mit 40% rein. Hier mit 60. Da tut sich noch nichts. Wie verbessern wir? Dann verbessern wir das Auto. Schäden gibt es keine. Sehr schön. Das ist doch klasse. Das hat funktioniert. Wie gesagt, ich denke, die Ingenieure, da könnte ich die Hälfte, glaube ich, rauskanten. Oder vielleicht ein Viertel. Sollte man drüber nachdenken. Motor geht auch in die Verbesserung. Gewicht, Reifen trocken weich. Und damit haben wir einen perfekten Reifensatz, denke ich. Sprit geht auch nochmal in die Verbesserung. So, und bevor wir das Video beenden, würde ich sagen, direkt rein. San Marino überholen, bremsen, Regen. Wir machen mal hier überall einen rein irgendwie. Zack, Eddie Irvine. Zack, weiche Reifen. Auch Eddie Irvine lassen wir jetzt mal mit weich fahren. Und dann starten wir mal rein ins Geschehen. Qualifikation. Jetzt wäre es schön, Doppelpol zu haben. Yes, und die haben wir erreicht. Michael Schumacher mit einem guten Abstand auch zu McLaren, David Coulthard. Und im Rennen ein Doppelsieg wäre super, super, super wichtig und genial. Erster Platz für Michael Schumacher mit einem sehr guten Vorsprung und Eddie Irvine auf Platz 4. Das kann sich sehen lassen. Sehr schön. Gute 20 Sekunden Vorsprung vor Heinz-Harald Frentzen. Also echt ganze Arbeit geleistet. Mika Salom Aros wird Siebter. 30 Punkte haben wir jetzt. Eddie Irvine 20 und Alexander Wurz kommt dann erst mit 19 Punkten. Das heißt, wir haben da schon mal ein Rennen, ein bisschen Ruhe. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da und tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.